Komm her. Und jetzt ab übernimmst du den Posten. Ich will auf Ihrem Höllenschiff nicht auch noch Steuermann sein. Trotz Ihrer ungeheuren Kraft und Ihrer Fähigkeiten haben Sie in Wahrheit nichts vollbracht. Warum? Sieh dir dieses bisschen beseelten Staub an. Dieses Häufchen Materie, das sich bewegt und atmet. Das, was Sie so verächtlich beseelten Staub nennen, ein Häufchen Materie, ist in Wahrheit Aufrichtigkeit. Rein mit dem Kerl ins Wasser! Los! Wir brauchen unsere Zeit fürs Leben! Alles Segel setzen! Jeden setzen, den wir haben! Erinnern Sie sich an die Schlagzeilen der Tagespresse? Was für ein Erlebnis dieser Seewolf, dieser brutale, eiskalte, explodierende Übermensch, gehasst und bewundert zugleich. So und ähnlich äußerten sich die Kritiker zu der allein im deutschen Sprachgebiet von über 60 Millionen Zuschauern begeistert applaudierten Fernsehsendung. Die Geschichte von der Todfeindschaft zwischen einem Schriftsteller und dem bärenstarken, amoralischen Kapitän des Robbenfängers Ghost, besetzt mit zwei bedeutenden Schauspielern, Raimund Harmsdorf und Edward Meeks. Sag mal, glaubst du eigentlich an die Unsterblichkeit der Seele? Ja, das tue ich. Und Sie? Nein, ich glaube, dass das Leben ein wirres Durcheinander ist. Die Großen fressen die Kleinen. Satan, du Mörder, du Schwein! Ein Feigling bist du! Komm her, ich polier dir die Fresse! Ein Schiff für Explosionen primitiver Instinkte. Ein Furioso an abenteuerlicher Handlung und atemberaubender Spannung im Jenseits von Gut und Böse. Männerspiel. Daher war nicht mit in der Rechnung. Es war, sagen wir, göttliche Vorsehung. Und auf dieses Höllenschiff, in diesen bunt zusammengewürfelten Haufen zwielichtiger Existenzen, verschlägt es eine schiffbrüchige Frau, ein Geschöpf aus einer anderen Welt. Der seltsamen Faszination des wilden, brutalen Lebens an Bord des Robbenfängers Ghost konnte man sich nicht entziehen. Ich bin ein solches Leben einfach nicht gewöhnt, wie Sie und Ihre Männer es führen. Je eher Sie sich daran gewöhnen, umso besser. Wollen Sie sich mir anvertrauen für eine Seereise über 600 Meilen? Selten waren sich Kritik und Publikum so einig wie bei dieser Verfilmung des berühmten Abenteuerromans von Jack London, die Sie jetzt, inszeniert von Wolfgang Staude, in Farbe auf der großen Kinoleinwand sehen werden. Und wir hoffen, dass Sie dann wie jener Kritiker sagen können, richtiger kann ich mir eine Seewolf-Verfilmung nicht träumen. Es gab nicht einen einzigen Meter Langeweile.